Hallo, herzlich willkommen hier in der Forschungsgruppe von der Frau Rasbach an der Hochschule in Schmalkalden. Mein Name ist Sebastian Wey und das ist der Herr Dr. Martin Zimmermann. Wir beschäftigen uns hier neben der Strukturmechanik im Allgemeinen mit der Funktionalisierung von natürlichen Fasergrundwerkstoffen. Das sind also hier am Beispiel Malagenhölzer, das heißt also aus dünnen Furnierschichten, also aus sogenannten Furnieren, dünnen Holzschichten hergestellte Produkte. Hier sieht man mal ein solches Produkt, das also aus diesen Einzelfurnieren hergestellt worden ist. Die sind unterschiedlich ausgerichtet, was die Faserrichtung angeht, und können 1 bis 2 mm, manchmal auch etwas dünner sein. Und mit denen ist dann gegebenenfalls sogar also 2- bis 3D-Verformung realisierbar. In der Forschungsgruppe geht es darum, solche bestehenden Systeme quasi zu verbessern und diesbezüglich zum Beispiel eine Integration zu implementieren. Integration in dem Sinne funktionsintegrierte Lagenholzwerkstoffe zum Beispiel, mal benannt. Hier am Beispiel von Fywood, so hieß das. Hier ging es darum, dass ein Lagenaufbau bestehend aus mehreren Lagen von Furnier funktionalisiert wird. Zum Beispiel durch eine integrierte Klimaschicht. Hier blau dargestellt, quasi wie zum Beispiel Rohre von Kapillarrohrmatten, wodurch dann eine Flüssigkeit durchgeleitet werden kann, die dann wiederum heizt oder kühlt. Im anderen Sinne können zum Beispiel Dünnschichtheizelemente integriert werden, was man an dem Beispiel zum Beispiel ganz gut sieht. Dann Dünnschichtheizelemente hier quasi in Form einer Folie. Ganz klar zu erkennen, ein dünnes Bauteil, 3D geschwungen. Ca. 6 mm stark in der Richtung, und dort bestand quasi die Aufgabe, dieses Heizelement so zu integrieren, dass zum einen die Funktion gewährleistet ist bei einer 3D-Verformung, sprich, dass die Folie quasi auch nicht zerreißt und alles, dass es aber auch entsprechend haltend miteinander verbunden ist. Dahingehend ist quasi eine Perforation in der Folie sehr gut. Und dass quasi dann auch wiederum, wenn das Ganze angeschlossen ist, Strom durchfließt und es heizt, dass sich es mit der Zeit nicht auflöst. Sprich, dass nicht irgendwo Klebeverbindungen aufgehen und so weiter. Das ist quasi so ein bisschen das Know-how, was wir uns aufgebaut haben an der Stelle.